jetzt zu Hause. Heimkinogenuss in Vollendung. Hier sind wir jetzt beim Sony-Stand und eventuell ist das jetzt hier schon das projizierte Bild vom zukünftigen Star im Bereich der Heimkinoprojektoren. Denn Sony ist ja sowohl mit dem HW50 als auch mit dem VW1000 extrem gut aufgestellt. Und das ist die große Besonderheit hier auf der IFA. Jetzt kommt da noch ein Modell in die Mitte rein. Neben mir steht Tak Nakane, Produktmanager von Sony. Tak, thank you very much for joining us. Can you give us a quick overview of the new features of your VW500 as well as the HW55? Okay, VW500 is just we announced at IFA 4th of September. This is the second generation of Sony's 4K home cinema projector. First one is the VW1000ES, okay, which was world first 4K home cinema projector, which was announced last January 2012. Then this is the second generation. Of course, our main purpose to develop this model is to try to reduce the cost and accept a lot of customers to get the 4K experience. So that's why price is very important. So, and also, previous model is we try to maximize best picture quality. So that's why projector itself is a little bit larger. So that's why we try to make the projector more compact for a lot of people to be able to accept this projector to install a lot of variety type of rooms. So this is the key concept. So again, VW500 model is there. We would like to expand 4K market with our home cinema projection market. So this is more strategical meaning we have. And also the HW50 was also the launched last IFA, but this is successor model. And also the, we have got a lot of feedback and also the good reputation. So that's why we continuously develop this model, improve the picture quality and also the longer lamp length we realized. Okay. Thank you very much for your information. Und ich werde jetzt noch mal kurz ein paar separate technische Infos, die ein bisschen mehr ins Detail gehen, zu den Projektoren mitteilen. Ja, wie schon gehört, die größte Besonderheit beim VW 500 besteht in der 4K-Darstellung. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum brauche ich überhaupt noch einen VW 1000? Kurz die großen Unterschiede. Der VW 1000 hat nach wie vor etwas mehr Helligkeit und die größte Differenz zwischen beiden Beamern, der ist im Bereich des Objektivs zu finden. Da hat der VW 1000 einfach hochwertigere und auch mehr Komponenten und ist auch schwerer gebaut, während der VW 500, ich muss mir erstmal den Namen gewöhnen, da einfach ein bisschen abgespeckt ist, aber man betont bei Sony, dass man immer im Fokus hatte, Best Value for Money, also natürlich das rausnehmen, wo man am meisten Kosten sparen kann, aber gleichzeitig mit neuen Technologien, mit Neuentwicklungen eben auch gucken, dass man die maximale Bildqualität rausholt. Und nächster Unterschied, der VW 500 ist seinem großen Bruder sogar in manchen Bereichen ein paar Schritte voraus, nämlich im Bereich der Signalverarbeitung. Hier haben wir schon eine noch fortgeschrittenere Motion Flow Technologie und gleichzeitig ist auch der Bereich der gesamten 3D-Verarbeitung noch mal besser geworden. Und gerade auch was die Reality Creation betrifft, da haben wir jetzt hier eben auch eine Datenbank für 4K downskaliertes Material eben vorhanden, sodass dann eben beim Hochkonvertieren von diesem 4K Material, was dann in 2K runtergerechnet wurde, ist ein bisschen kompliziert momentan. Aber auf jeden Fall kann der Beamer, der VW 500, dort auf eine Datenbank zurückgreifen, um dann möglichst nah am Quellmaterial wieder das 4K-Bild aus dem runtergerechneten 2K-Material hochzutransportieren. Ansonsten, wenn wir über den VW 500 sprechen, muss man zunächst mal sagen, rein auf dem Datenblatt, Sie sehen es jetzt hier, ist die reine Lautstärke des Lüfters ein bisschen angestiegen. Das war einfach notwendig, weil man sehr auf ein kompaktes Gehäuse geachtet hat und eben auch sehr leistungsintensive Bauteile drauf hat. Also hier ist die reine Lüftung ein bisschen höher gegangen. Allerdings hat man sehr darauf Wert gelegt bei Sony, wie auch bei den anderen Komponenten, dass das Ganze nicht im hochfrequenten Bereich stattfindet. Ansonsten hier nochmal kurz die wichtigsten technischen Daten. Wir haben 1700 Ansilom, hier nochmal der native Kontrast. Ansonsten große Besonderheit, wir können jetzt eben auch 3D über Funk realisieren. Und wir haben jetzt die erste Sichtprobe, beziehungsweise hier schon mal ein paar kleine Ausschnitte mit dem Vorserienmodell genießen können. Und ich muss sagen, ich gebe sonst normalerweise nicht viel auf irgendwelche Demos, auf Messen, weil da viel getrickst wird mit speziellen nativen Material etc. Aber
Hier hatten wir teilweise auch normales Filmmaterial, welches man schon kennt vom Blu-ray. Es war exzellent, super schwarz, extrem scharf und vor allen Dingen die Panels waren richtig schnell und auch bei Bewegungen knackscharf. Also meine Prognose ist, bei dem Projektor steht wirklich ein absolutes Highlight ins Haus. Davon können Sie sich übrigens auch selbst überzeugen. Wir bei Hollywood zu Hause, wir haben alle Projektoren am Start, den VW1000, wir werden den VW500 sofort bei Markteinführung bekommen, wie auch HW50 haben wir sowieso schon und den HW55. Also da lohnt sich auf jeden Fall das Reinkommen und Vergleichen. Wir freuen uns auf die neuen Projektoren und ich bedanke mich an der Stelle für Ihr Interesse an diesem Video. Tschüss.